Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei dem zuletzt angelegten öffentlichen Ordner es möglich macht, dass dieser auch von externen E-Mails empfangen kann. Standardmäßig ist dieser nur intern nutzbar und externe E-Mail-Adressen außerhalb des O365, wie zum Beispiel von Gmail oder ähnliches, können nicht zugestellt werden. Zunächst gehen wir einmal in unseren Browser und melden uns im Admin Center an, gehen dann einmal hier auf mehrere Anzeigen, Admin Center und auf Exchange. Dann gehen wir einmal auf öffentliche Ordner. So, wir haben hier den Test 1. Dann gehen wir einmal auf Bearbeiten und suchen vergeblich die Funktion, dass man zum Beispiel sagen kann, anonym dürfen Dateien erstellen. Dies geht nur im normalen On-Premise-Exchange, aber nicht im Office 365. Das muss über PowerShell gelöst werden. Das zeige ich euch jetzt. Einmal wieder abbrechen. Einmal PowerShell als Administrator starten. Wichtig ist als Administrator, sonst kann es Probleme geben. Rechtsklick als Administrator. Und dann habe ich hier schon mal die Liste, die wir benötigen, die ich jetzt nach und nach durchgehe. Ich packe euch die gleich auch noch in die Leiste rein. Das heißt, wir melden uns einmal an. Ganz normal mit unseren Zugangsdaten. Wichtig ist, ihr könnt nicht einfach irgendeinen globalen Administrator nehmen, das muss der sein, mit dem ihr den O365-Tenant angelegt habt. So, dann der nächste Befehl. Bum, bum. So, genau, jetzt verbindet er sich erstmal damit. Und jetzt müssen wir gleich die zweite Anmeldung machen, und zwar Import Session. Jetzt wird die Session importiert. Lädt kurz und ich habe schon mal die Sachen vorbereitet. Ihr müsst das je nachdem dann vorgehen. Ihr seht hier, wir haben Get Public Folder Client Permission und Add Public Folder Client Permission. Hier sieht man auch Backslash Test 1, das kann ich euch zeigen. Wenn ihr nämlich hier seht, hier steht hier Backslash 1, also Backslash. Und je nachdem, ob ihr Unterordner habt, müsst ihr dann jeweils diese Struktur angeben, wenn ihr das ausführen möchtet, beziehungsweise den Befehl ausführt. Das heißt, wir gehen hier einmal zurück, kopieren uns diesen Text rein und zeigen uns erstmal an, was für Berechtigungen existieren. Dann lädt er kurz und gibt uns gleich die Daten aus. Hier seht man, standardmäßig ist es ein Autor, bezieht sich auf interne Adressen. Und anonym, das heißt, alles, was nicht im O365-Tenant hinterlegt ist, wie zum Beispiel meine Domäne, also wie Gmail oder ähnliches, die sind anonym. Hier steht None und dafür ist dann der zweite Befehl da. Und das funktioniert bei allen Public Folders mit E-Mail-Adresse, die ihr von extern erreichbar machen möchtet. Ihr geht auch wieder auf ganz normal kopieren. Ich packe euch das dann unten in die Beschreibung mit rein. Wählen es aus. Dann lädt er ein bisschen. Jetzt sieht man auch schon, er hat sie hinzugefügt. Jetzt ist er fertig und jetzt können wir nochmal Get machen, um sicherzustellen, dass auch der Ordner erreichbar ist, beziehungsweise dass er das gesetzt hat. Jetzt sehen wir, Create Items ist angelegt und schon ist der öffentliche Ordner von extern erreichbar. Wichtig ist am Ende noch zu beachten, dass ihr am Ende noch die Session schließt, weil es kann zu Problemen führen, wenn man die Session nicht schließt und man hat dann zwei, drei Sessions offen, kriegt man keine Verbindung mehr dazu. So, einmal trennen, Enter. Und das wäre es schon gewesen. Dann an sich hier hat sich nichts geändert, weil die Spezialberechnung geht leider nur über PowerShell einrichten. So, das wäre es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.